Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gedacht, ich schiebe mal einen ganz, ganz coolen Modus dazwischen, und zwar den Überlebensmodus. Den habe ich ja hier schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gespielt. Und ich bin ja immer noch auf Wahnsinnig 1. Ich mache mir nicht so viel Hoffnung, dass ich da heute irgendwas reißen werde. Aber so zwischendurch, finde ich, kann man den wohl mal ganz gut spielen. Und das tun wir jetzt. So. Dann mal los. Also wir kriegen Wespen zum Start. Das ist richtig, richtig übel. Wespen zum Start kannst du eigentlich fast neu starten. Weil die sind mit zwei Leben, also die sind ja so sackteuer, und auch mit zwei Leben ist das einfach wirklich richtig, richtig blöd. Da möchte ich auch nicht weiter drin investieren. Okay, wie starten wir dann gegen diese Reihe? Wir könnten also Raketen werfen, natürlich, aber das ist am Anfang, es ist einfach Geldverschwendung. Man braucht die Einheiten. Man braucht die ganz dringend. Wir probieren das mal mit den beiden. So, das heißt, also wir machen mal eine Standardaufstellung und auf der rechten Seite ein bisschen mehr Kraft. So, die lassen wir spät einfliegen. Die stellen wir hier hin. Da sind die sehr früh dran. Da müssen wir den Sniper auf jeden Fall weiter nach vorne stellen. Ansonsten matcht das hier nicht. Okay, das müsste funktionieren soweit. Probieren wir mal. Also zumindest für den Anfang. Schauen wir mal. Runde Nummer 1. Wenn wir die hier vorne wegkriegen, dann haben wir eine ganz gute Chance. Oh je, da sind auch Fang über, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das hat der eine Sniper, der hat's ausgemacht, ich dreh durch. Oh, wie ärgerlich. Komm schon. Oh, nee. Och, nein. Völliger Fail beim Feuern, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja, toll. Das heißt also, ich habe jetzt schon ein Problem, weil mir die Westen wahrscheinlich gleich flöten gehen. Und das ist richtig, richtig blöd. So, jetzt können wir mal schauen, womit wir hier weitermachen. Also, ich glaube, die Stormcaller sind hier eine gute Idee, die ich dann auch auf die linke Seite stelle. Sniper auf der Seite. Ah, ist egal. Das wird schon funktionieren. Dann, die würde ich aber, glaube ich, lieber nach innen stellen. So. Dann nehmen wir auch nochmal welche. Und jetzt können wir darüber nachdenken, ob wir hier noch ein bisschen Block reinschieben für den Skorpion. Ich glaube, das mache ich auch. Der wird erstmal weglaufen. Das ist aber an sich erstmal okay. Und wir nehmen sofort das Schild mit. Dann geht's los. Runde Nummer 2. Ups. Jetzt vielleicht, das war doch ein bisschen sehr miscalculated von mir. Ah, da kommen die Kriecher aber zum Glück noch. Ja, das geht gut aus für uns. Die Runde geht an uns. Es wäre schön, wenn wir die Wespen behalten dürfen. Ja, die können wir auch behalten. Freut mich. Gut, das heißt also, wir müssen hier nicht direkt auf die Wespen verzichten. Ich weiß aber noch nicht, ob ich da weiter investieren möchte. Die Brandbombe ist mir aufgefallen, so generell im Laufe des Spiels nicht so verkehrt. Da kann man schon einiges mitmachen. Andererseits kann ich jetzt hier aufgrund dessen, dass hier so viele sind, eigentlich auch über Ripley nachdenken. Ich werde aber die Brandbombe nehmen.
damit ich eine Seite schon mal auslöschen kann. So, hier kann ich jetzt darüber nachdenken, ob ich die Wespen behalte. Weil die werden diese Runde vermutlich draufgehen. Oder ob ich sage, ich verzichte da generell drauf und baue mein Feld anders auf. Ich glaube, das mache ich auch. Ich werde die nicht verstärken. Sniper machen wir. Jetzt werde ich schon mal für die nächsten Runden nachdenken, also was ich da mache. Denn wenn die Wespenarmee kommt, muss ich auch zum Beispiel was gegen die Wespen haben. Oder hier auf der linken Seite, da kommt auch ganz gerne mal der Valken. Das ist durchaus auch möglich, dass das nächste Runde passiert. Ich glaube, ich werde hier schon mal über eine Festung nachdenken. Die schalte ich mir schon mal frei. So, und einen Stormcaller nehmen wir auch noch, der jetzt in der Mitte steht. Das ist okay. Jetzt hast du vielleicht auch noch Glück, dass ich hier ein Upgrade machen kann. Das Geld überbleibt. Ja, nimm lieber Chaff. Den stelle ich hier hin. Und dann geht's los. Was für ein Käse mache ich denn da? Ich werfe hier das Feuer hin und dann haue ich hier meine Kriecher, damit die auch schön verbrennen. Ja, jetzt fucken die schön ab. Noch blöder geht's nicht. Aber es ist trotzdem okay. Gut, das war jetzt aber trotzdem einfach bescheuert bei mir. Da hätte ich ein bisschen aufpassen müssen. Das Leben für den Kriecher hätte ich mir sparen können. Super schwere Rüstung ist an sich eine coole Idee. Die nehmen wir, weil wir platzieren nämlich jetzt unsere erste Festung. Die kommt auf diese Seite, weil hier haben wir Vorschlaghammer. Kriegst die super schwere Rüstung. Dann bin ich am überlegen, ob ich stelle hier nochmal Stormcaller hin. Die platziere ich hier hin. Dann habe ich da ein bisschen was gegen die Festung. Ich glaube, ich mache das jetzt doch. Dann stelle ich die hier hin. So, let's go. Die Rakete nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Kann man jetzt nichts machen. Turm ist gefallen. Sehr schön. Meine Wespen werden trotzdem verrecken. Ja, vielleicht doch nicht. Kriegt er den noch, bevor die letzte Wespe fällt? Jo. Noch so gerade eben überlebt, das freut mich. Das ist natürlich schön, dass die Wespen jetzt hier verteilt sind. Da werde ich auch gleich drauf anspringen, dass ich denn. Ich werde den anderen hier auch auf die Seite stellen. So, Runde 5. Nächste Runde ist eine experimentelle Runde, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist ganz gut, dass ich hier einen Valken kriege. Chaff Clear kann ich immer gut gebrauchen. Und ich brauche hier selber Chaff vor, denn sonst habe ich hier ein Problem. Mit den Balls. Hier ist zu wenig Chaff. Ich hoffe, dass die früh genug reinkommen. Den gebe ich jetzt auch noch ein Level. Und die stelle ich dann aber hier auf die Seite. So, und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir irgendwas gegen die Geister machen. Hier haben wir ja die Sniper. Dann können wir jetzt gucken, ob wir nicht Anti-Luft machen und uns noch einen stellen. Der kommt dann hier hin. So, jetzt müssen wir, wir haben ja hier Chaff Clear, das sollte kein Problem sein, aber es muss schnell gehen. Hier muss es schnell gehen, weil der Geist Stufe 2 ist. Okay.
Da machen wir auch Stufe 2 draus. Ah, auch Stufe 2. Jetzt können wir nochmal über ein Upgrade nachdenken. Vielleicht machen wir hier einen Doppelschuss. Oder wir machen Reichweite. Reichweite gefällt mir. Und go. Runde 5. So, einen haben wir schon mal. Ja, Chuffkill funktioniert. Tower sind beide, ein Tower ist gefallen. Der zweite wird jetzt auch gleich fallen. Der Geist ist weg. Der zweite Geist ist weg. Sieht sehr gut aus. Ja, den Geist haben wir auch weg. Das ist natürlich blöd. Da sind wieder Kriecher gefallen. Aber Valken klärt. Ist durch. So, jetzt haben wir noch eine blöde experimentelle Runde und jetzt muss ich meine. Jetzt muss ich meine Flieger zurückholen. Die nehmen wir natürlich. So, die holen wir zurück. Weil die werden da nur gnadenlos kaputt gehen durch die experimentellen Mustangs. Damit habe ich ein riesengroßes Problem, weil ich keine Ahnung habe, wie ich die contesten kann. Also, wenn einer von euch eine Idee hat, dann sagt mir das mal bitte. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, wie. Das ist egal, weil die kann ich nicht mal anfackeln. Okay, den kann ich upgraden, das ist schön. Hier kann ich auch ein Upgrade drauf machen. Upgrade. Auch ein Upgrade und noch ein Upgrade. Die holen wir direkt aus dem Spiel. Kriecher 6 brauchen wir nicht. Ach, wie kriege ich die weg? Vielleicht mehr von denen hier? Ich will jetzt nicht mit Feuer rumspielen. Die haben ja schon Reichweite drauf. Das ist optimal. Aber ich würde sagen, da machen wir auf jeden Fall das hier noch. Und noch eine zweite Festung. So, und jetzt müssen wir gleich mal drauf achten. Wie diese Mustangs diese Festung vollkommen zerlegen. So, let's go. So. Also, die Wespen werden natürlich von den Mustangs komplett auseinandergenommen. Da bleibt einfach gar nichts von über. Hier und da die Stormcaller, die machen die hier natürlich auch nicht weg. Guckt das mal an, keinen einzigen Schaden. Ja, wobei, hier geht's sogar noch. Also ich hätte echt gedacht, dass es schlimmer ist. Oh, die haben überlebt. Hier ist zwar eine Festung, nee, ist keine Festung gefallen. Der Valken ist gefallen, auch auf der Seite. Aber die Festung haben überlebt. Und das ist natürlich, das ist richtig, richtig gut. So, dann wollen wir mal gucken. Also wir haben jetzt die Boote, da müssen wir mit den Snipern arbeiten. Ich denke aber, dass wir hier zur Unterstützung auch noch eine Schmelze aufbauen. Wenn wir, was haben wir denn überhaupt? Also wir haben, können auch eine Stahlkugelproduktion nehmen. Ist vielleicht auch keine so üble Idee. Die lenkt auf jeden Fall ab da oben. Hätte aber auch gerne die Nano-Reparatur. Ich glaube, ich nehme die Nano. Kann ich da nämlich hier drauf packen. So, jetzt müssen wir eine Schmelze auspacken. Also wenigstens eine sollten wir hinstellen. Die lasse ich von etwas hinten einlaufen. Die werden auf jeden Fall Krach machen. Oh, wir haben das Feuer, wir haben das Feuer, wir haben das Feuer. Das ist das gut. Mal gucken, was haben wir denn hier? Stufe 5. Ja, ich glaube, so machen wir es. Hier, damit die Schmelze früh schießt, müssen wir die hier wegmachen. Der müsste eigentlich ein Upgrade bekommen, aber ich will jetzt keinen Kredit nehmen, weil das ist echt immer ein Problem, wenn man einen Kredit nimmt. Dann schauen wir mal. So, und die rennen da auch alle rein, das ist optimal.
Da ist der Balken ist einfach, einfach schon weg. Noch leben meine Wespen, das ist gut. Aber wir haben da ganz, ganz böse Kriecher. So, jetzt können wir da oben dran. Also wir kriegen es hin, haben aber herbe Verluste erlitten. Okay, also der Walken auf der linken Seite, den muss ich jetzt upgraden. Ich will nicht, dass der mir verloren geht. Den möchte ich gerne behalten. So, jetzt gucken wir aber trotzdem mal rein. Also hier haben wir eine Menge Schmelzen. Das ist vielleicht ein Problem, vielleicht aber auch nicht. Ich werde dir gleich noch was vorstellen. Die sollten gehen. Was kriegen wir? Wir kriegen Rhino, wir kriegen Panzer. Nichts, was uns hier irgendwie sonderlich hilft. Ich nehme die zwei Panzer. So, hier stellen wir einen hin. Hier stellen wir einen hin. So, was wollte ich machen? Den Walken, ne? So, den wollen wir auf jeden Fall upgraden. Die Schmelze kriegt auch ein Upgrade. Das gönnen wir uns. Den Sniper möchten wir behalten. Tatsächlich haben wir noch Wespen über hier. Weiß jetzt nicht, ob ich das investiere. Ich mache erstmal hier und da. Will denen das Multi wegnehmen. Weil das ist das, was die gerade brauchen, um hier Stress zu schieben. So. Den Sniper kann ich noch upgraden. So, jetzt habe ich ein Problem, Mann. Jetzt muss ich einen Kredit nehmen. Jetzt muss ich. Wenn ich die Festung nicht upgrade. Ich habe da. Nee, ich muss einen Kredit nehmen, weil ich dazu wenig Chaff habe. Ich muss da einfach mehr Chaff haben. Hier auf der Seite. Okay. Ich habe kein geiles Gefühl dabei, aber wir müssen mal gucken. Die nehme ich eher zum Ausbremsen, gar nicht um die Panzer da wegzumachen. Klar, natürlich, aber hauptsächlich zum Ausbremsen. Okay, zwei Schmelzen haben wir. Dritte Schmelze. Oh, noch eine Schmelze. Da ist aber noch, ich sehe gerade, dass da noch eine Schmelze rumschwirrt. Boah, die ist aber hartnäckig. Halleluja, die hat aber richtig reingehauen, die Schmelze. Okay. Boah, jetzt werden wir rundherum attackiert. Wow. Mit Schild. Ist das böse. Ja, nee, das... Verdammt. Also, was ich hier machen soll, ey. Kann ich ja beinahe schon so abgeben, das Ding. Komme ich da hinten irgendwie dran, dass ich da... Ja, vielleicht da. Das könnte klappen. Da habe ich zumindest vielleicht ein bisschen Luft. Den will ich behalten. So, du musst das Upgrade kriegen. Dich muss ich ebenfalls behalten. Du kriegst jetzt replizieren. Ich hoffe, dass du hier durchweg durchgehst. So, und dann brauchen wir... Oh, ich glaube noch eine Schmelze. Oh, das ist hier so ärgerlich auf der linken Seite, ne? Ja, gut, den kann ich nicht durchgelassen hier. Fangstufe 2. Oh, böse. Wir nehmen erstmal die Schmelze, so. Jetzt stellen wir hier noch eine Schmelze hin. Genau, ich möchte, dass sie sofort erstmal auf die Festung bratzt. Dann möchte ich noch eine Schmelze und das gleiche hier auf der Seite machen. So,
So, noch eine Schmelze. Genau, so. Die soll direkt da drauf pratzen. Alles klar, jetzt müssen wir mal gucken. Die nehmen wir raus. Hier haben wir keine. Kriecher, können wir uns noch welche gönnen? Könnten wir. Wir haben aber nicht das Geld dazu. Kann ich irgendwas verkaufen? Kann ich irgendwas verkaufen? Was bringt mir aktuell gar nichts? Was bringt mir aktuell gar nichts? Ich glaube, dass ich gerade einfach alles brauche hier. Okay, dann müssen wir halt die Methode wählen. Dann ist das halt so. Das ist richtig bitter hier. Okay, ich befürchte hier den Tower, der wird kaputt gehen. Okay, die Festung haben wir kaputt gekriegt an der Seite, das ist okay. Weil die kriegen wir gar nicht kaputt, die nehmen hier meine Kriecher vollkommen auseinander. Habe ich noch Kriecher? Irgendwo ja, da an der Seite, die kommen noch durch. Oh, guck mal, das funktioniert. Cool. So, ich habe jetzt aber sicherlich irgendwo gut Einheiten verloren. Orbital, danke, nehme ich. Letztes Licht. Okay, dann machen wir jetzt die Hacker-Taktik. Let's go. So, und zwar, die ist sogar weg. Da könnten wir, nehmen wir einmal Reichweite drauf. Das gleiche, die setzen wir, nein, nein, falscher, der hier. Ja, jetzt sind die ein bisschen im Weg. Das machen wir so. Die hier werden eh aufgehalten von der Festung. Jetzt zudem auch noch ein Level kriegt. So, das ist der Panzer hier. Uiuiuiui, den möchte ich nicht verlieren. Aber wenn der schießt, der macht 30.000 Schaden, kriegt der Sonnendingen weg? Ja, kriegt er mit einem Schuss das Ding weg, das ist kein Problem. Der ist auch weg. Der einzige, also der hier wird problematisch. Der könnte da reinrennen. Das heißt, den hier muss ich ausbremsen. Der geht kaputt. Den werde ich klauen. Was haben wir hier? Säubern wir. Der Rest sollte... Moment, stopp, halt, das sind noch Vierer. Jetzt muss ich ja schon wieder einen Kredit nehmen. Hätte ich mal mehr aufgepasst. Der muss auch weg. Ich kann den hier noch upgraden. Das ist gut, weil dann kann ich den behalten. So, hier ist mein Sniper flöten gegangen, sehe ich gerade auf der linken Seite. Genauso wie hier. Das müsste trotzdem gehen. Ich habe hier den Balken stehen. Der müsste jetzt ja eigentlich alles wegkokeln. Ah, let's go. Ich glaube, das reicht. Wir können unseren Angriff noch mal ein bisschen verstärken. Und dann machen wir mal. Ja, das hat auch geklappt. Oi, oi, oi. Was ist das denn hier? Das ist ein Säbelzahnstufe 5. Und den machen die einfach ganz klar weg. Okay. Sieht aber soweit ganz gut aus. Also, natürlich, weil er wird mich mit diesen paar Fangs nicht mehr kaputt machen. Ja, lass ihn explodieren. Okay, gut, das gibt dann aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Geld, weil je mehr Schaden man beim Gegner macht, desto mehr Kohle kriegt man dann auch dazu. Jetzt 416 extra bekommen. So, in Ordnung. Wir haben jetzt wieder die Boote da oben in der Luft und jetzt sind natürlich meine Sniper hier weitestgehend vom Feld verschwunden. Und von dem Zeug bringt mir gerade wirklich aktuell einfach so gar nichts. Irgendwas. Also tatsächlich gar nicht.
Das heißt, wir nehmen den Rhino. Dann holen wir uns hier die Feldbergung. Verkaufen wir einen von denen. Da haben wir schon mal 800 extra. Und dann lassen wir den erstmal hier an der Seite ein bisschen fighten. Die befördern wir. Also alles, was ich befördern kann und behalten kann. Das ja, top. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bin mir jetzt nicht sicher, wer von euch beiden. Aber ihr könnt auch. Die Panzer sind weg. Ah, deswegen. Okay, okay, die Panzer. Oh, die Stormcaller sind natürlich frech, aber das riskieren wir mal. Gut, dann gehen wir jetzt säubern. Einmal hier. Den brauchen wir nicht. Den machen wir sauber. Den machen wir sauber und den machen wir auch sauber. So, ich gönne mir hier Anti-Air, weil ich... Oder kriegt der Wespen? Kein Mutterschiff, ne? Ja, dann lassen wir es mit dem Anti-Air vielleicht doch noch. So, dann lassen wir hier auf jeden Fall... Feuer rein. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das Orbital schenke ich mir für die nächste Runde. Falls es, also ich werde, denke ich, in die nächste Runde kommen. Das hoffe ich zumindest. Vielleicht noch hätte ich mir noch Reichweite für Sniper gönnen können, aber wir machen es jetzt erstmal so. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass der Sniper hier überlebt. Was ist da denn gerade passiert? Hat sich die Einheit einfach aufgelöst? What? Das ist seltsam. Wow, was? Wow, was passiert hier gerade? What the fuck? Ich werde komplett auseinandergenommen. Wie zum Teufel? What? Abo, wie ging das denn? Also das war schon... Yo. Interessant. Wirklich interessant, was da passiert ist. Oh, jetzt kommen noch mehr von dem Zeug hier. Weil das lief hier eben eigentlich ganz gut, ne? Mit den. Aber ich hab noch ein Orbital. Du lenkst mich hier nicht ab. Ja, wie komme ich jetzt. Also, die jetzt natürlich mit Belagerung und Reichweite ist natürlich jetzt schon. Nicht so geil. So, Sniper sind wieder fast raus. Ich brauche eigentlich, brauche ich neue, nur wenn ich da jetzt reinsetze, das ist... Ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch mal die Festung hier von Stufe 3 auf Stufe 4 zu heben. Machen wir. Der Hacker ist so, ist okay, wenn er drauf geht, dann ist er kaputt, dann ist das halt so... Da fällt mir ein, ich kann hier noch den Rhino verkaufen. Und dann habe ich hier durch Zufall die beiden Phönix gesehen. Ne. Da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Nicht so. So, und wenn ich das hier gerade richtig sehe, dann ist mein ganzer Schaff weg, ne? Ja. Ist komplett weg. Schilden wir hier nochmal. Ich gebe der Festung mal, so ein Doppelschuss ist hier vielleicht gar nicht mal angebracht, weil ich
brauche gar keinen Doppelschuss. Moment, 22.000. Doch, ich brauche einen Doppelschuss. Ach du Heiliger, bin mal. Die sind verkettet. Die sind einfach gnadenlos verkettet. Okay, das habe ich selten geschafft. Oha! Super! Wir sind fast kaputt, aber wir haben es geschafft bis Runde 12. Jetzt kommt Runde 13. Tatsächlich bin ich mir gar nicht mal so sicher, wie weit das hier überhaupt geht. Aber ich habe da nicht so ein gutes Gefühl. Vor allem mit den ganzen Rockets hier. Mit den ganzen Rockets hier. So, dann machen wir Anti-Air. Kann ich hier irgendwie zusehen, dass ich die behalte? Weil ich will die eigentlich nicht verlieren, ne? Und du musst eigentlich mehr machen. Viel, viel mehr. Die muss ein Stück zurück eigentlich. Eine Menge Raketen hier, da werde ich auf jeden Fall mal mit Schilden gegenarbeiten. Die sollen da ruhig reinfliegen und kaputt gehen, das ist glaube ich ganz okay. Ist das, ja, die kann ich auch aufwerten, das mache ich auch. Brauche nämlich die Firepower. Aber der Vulcan ist auch fast kaputt. Das ist wirklich, wirklich unschön. Oh, ist das unschön? Vielleicht noch eine Festung? Ich weiß nicht. Oder wir stellen hier noch einen Vulcan hin. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, damit die nicht sofort vom Schaff gekillt werden. Also die Schmelze. Oder wir machen da einfach Schaff vor. Versuchen wir es so. Dann mache ich den hier und den hier. Und dann mache ich so, weil ich hoffe, dass die die hier auch noch mitnehmen. So. Ja, mehr kann ich nicht machen. Ich glaube, das wird schwierig. Das Schild ist einfach so verschwunden. Ah, der Sniper hat aufgepasst da an der Stelle. Ah, jetzt ist er leider an der Festung dran. Und das, ich krieg die verfluchten Viecher nicht vom Himmel. Ah, das war mein Tod. Das war mein Tod. Also selbst dadurch, also ich komme jetzt hier zwar noch mit einer einzigen Festung durch, aber ich habe beide Vulcans verloren. Und den Rest verliere ich auch noch. Und das ist, das ist bitter, bitter böse. Und sind wir mal ehrlich, also der Wurm, die kann knicken, also die Mustangs, die. Oh Gott, Ex. Oh, ist das ätzend. Komm, gib her. Und jetzt verkaufe ich den. So, jetzt habe ich 5000.
Das heißt, ich mache auf jeden Fall diesen hier. Bei der Menge an Panzern, also die ich brauche wieder Vikings so. Stufe 9. Ja, genau. Tschüss. Auch upgraden. Ich will alles behalten, was geht. Ich will so wenig wie möglich verlieren. Was haben wir hier? Vorschlagkammer Stufe 4. Sieh zu, dass du da dran kommst. Das wäre schon nice. Keine Chance, ey. Also, vielleicht kann ich mich hier replizieren, eventuell. Boah, das ist... Ich versuche mich hier zu replizieren. Kann ich die Mustangs vielleicht ein bisschen ablenken. Dann machen wir hier noch einen. Die holen wir uns auch. Die Festung machen wir ein Upgrade drauf. Oh Gott. 4 Stubufer? Nee. Ich mach das jetzt. Ich werde jetzt noch einen Hacker nehmen. Der sich hier drum kümmert. Der darf von mir aus auch spät einlaufen. Aber nicht ganz so spät, so vielleicht. Der dann auch noch was macht. Upgrades. Die Panzer müssen wir auch noch wegkriegen. Müsste die Schmelze eigentlich mit fertig werden. So, dann machen wir hier noch eine Rakete hin. Ihr habt's Geld ja über. So, hier. Den verstärken wir. Und dann würde ich sagen, gehen wir so ins Rennen. Machen wir mal Schilder hin. Hier noch ein Schild. Da noch ein Schild. Ich kann keine Schilder mehr setzen? Da gibt's... Gibt's ein Limit für Geld ausgeben? Nein! Nee, kann ja nicht. Brauche ich noch nicht. Okay, go. Ich denke, das war's. Verdammt, ey. Ja, wobei, rechts sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Und links, die Festung hält sich ehrlich gesagt auch ziemlich wacker. Jetzt kriegen wir einen Debuff. Das kriegen wir tatsächlich hin. Ich glaub's nicht. Oha, krank. Oh. Runde 15. Wie viel gibt es denn? Was sind denn das für Dinger? Die produzieren alles, also wirklich alles. Alles. Ja, dann würde ich sagen, mal bei the same shit. Oh, wobei ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee war jetzt gerade. Vermutlich war das keine gute Idee. Vielleicht war das nicht gut. Weil, ich habe ja replizieren. Und wenn ich jetzt hier die Leute da alle wegmache, dann habe ich ja nichts mehr zum Replizieren. Oh, cool. Ich habe noch Feuer. Was ist das eigentlich für eine super Fabrik da? Können wir so ein Ding vielleicht klauen? Kriegen wir es hin? Ich könnte mal so einen Hacker upgraden, wenn ich noch einen hätte. Ja doch, ich habe hier noch einen. Das mache ich aber nicht.
Ich glaube, ich werde dem hier noch ein Level geben. So. Ja, dann nehmen wir Kredit, weil ich weiß nicht, wie viele Runden jetzt hier überhaupt noch sind. Okay, Leute, wahrscheinlich ist das Final Round. Wir können jetzt mal hoffen, dass das funktioniert. Also, let's go. Ich bin total gespannt hier. Weil die produziert echt alles. Alles, wirklich alles, die Festung. Guckt mal an, wie die mich überrennen hier. Boah, guck mal, wo kommen die Panzer alle her? Was ist denn das, ey? Ay, caramba, ey. Oh mein Gott. Guck mal, was der alles produziert. Niemals. Das hätte nicht mal gereicht, wenn ich nicht ein Level verloren hätte. Wenn ich nicht eine Runde verloren hätte. Wow. Krass. Aber so weit bin ich noch nie gekommen. Richtig geil. Runde 15. Tut mir leid, dass ich es am Ende nicht geschafft habe. Wirklich. Also ich hätte es gerne geschafft. Ich war wirklich so kurz davor. Aber egal, macht nichts. Hat trotzdem mega Spaß gemacht. Ich kann euch das nur empfehlen, diesen Modus mal auszuprobieren. Das ist ein bisschen kribbelig, weil man einfach immer umdenken muss. Aber in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Thank you.